Ja, wir haben ja, Wald, Seen, Singletrails, du kannst schwimmen, du kannst Ski fahren, alles in einem Ort. Du musst nicht weit fahren, du hast wirklich alles da. Alles, was ich brauche, habe ich zu Flims. Flims ist ein Dörfchen in der Natur, mit Bergen, mit Bäumen, mit Tannen, mit Gras. Im Sommer hat es schöne Alpenwiesen, überall Kühe und Tiere. Und es ist das Outdoor-Paradies, wo wir wohnen. Ja, mein Name ist Armin Beli, komme aus Flims, beruflich Forstwart und Bikeguide. Ich bin urgern in der Natur. Wenn der Schnee wegschmilzt, dann ja, klar, kommt schon mal eine kleine Vorfreude. Die Rieschlucht hier in Flims ist so quasi der Grand Canyon der Schweiz. Ja, ist eindrückliche Kulisse und vor allem lang. Technisch anspruchsvoll, aber schön zum Fahren, ja. Ich bin Marianne Gort, wohne in Flims, bin Lehrerin, bin Mutter, bin Hausfrau. Ich bin sehr viel allein unterwegs mit dem Velo, weil dann kann ich einfach für mich gehen, kann meine Gedanken anhängen. Das Felsbach hier oben, das ist etwas ganz, ganz schön Spezielles. Man kommt in den Wald rein und dann ist man einfach allein, einfach ganz wieder so anders. Und dann kommt man unten beim Tobel an, wo das Wasser auch runterkommt. Und das ist einfach eine ganz spezielle Ehre. Das ist wunderschön. Ich bin Anita Gehrig. Und habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das heisst, ich bin Mountainbike-Profi. Ich bin Caro Gehrig. Ich bin professionelle Enduro-Fahrerin. Ich fahre eigentlich die ganze Saison zusammen mit meiner Schwester. Der Start in der Bike-Saison im Frühling können wir noch kaum abwarten. Sobald der erste Schnee geschmolzen ist und noch ein bisschen vom Trail frei ist, dann geht es los. Einer meiner Lieblingstrails ist auf jeden Fall das Green Valley. Es ist ein sehr schneller, natürlicher Singletrail. Ja, man ist so wie so ein bisschen in einer Achterbahn unterwegs. Und einfach von zuoberst bis zu unterst Spaß. Also im Sommer mit der Familie gehen und Velo fahren, das tue ich noch recht viel. Mit meinen Kindern fahre ich dann die Tour, dass ich zum Lac Brapulte gehe und schaue, ob der See voll ist. Nachher gehe ich aber zum Lac Dulleritsch und schaue, ob sich der schon gefüllt hat. Und für Lene ist das wirklich ganz, ganz speziell. Weil der Gaumensee findet sie immer schön, nur schon wegen der Farbe. Und dann kann sie auch gehen schwimmen. Der Sommer in Flims ist für mich eher ein bisschen eine Ruheoase. Das ist der Ort, wo ich zurückkomme zwischen den Rennen und ein bisschen versuche, Energie zu tanken, aber auch auf jeden Fall zu trainieren. Der Restlaciala-Trail ist einer meiner absoluten Favoriten. Und der Trail ist von zuoberst bis zu unterst sehr technisch, sehr steinig, zum Teil recht verblockt. Und das ist cool. Ja, Runkentrail ist super. Also technische Stellen, es hat Flow-Stellen. Wie der Name auch sagt, Flow-Country-Trail. Die schnellen, guten Velofahrer, die gumpen einfach weiter oder fahren es schneller. Die Lieblingssektion auf dem Runkentrail ist ab dem, wo es in den Wald geht, sagen wir ab der Hälfte. Das ist wunderschön ins Gelände eingebaut. Und man kann wirklich ohne Bremse, ohne Trampeln kommt man durch, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt.
Meine liebste Jahreszeit ist der Herbst. Die Farben sind wunderschön mit den Blättern, das Braun, Orange, Gel und immer noch das Grün. Naraus, Nagen, Senjesboden, das ist nur schon speziell, weil wir dort das UNESCO-Welterbe haben. Es ist sehr geschichtsträchtig, auch von dem grossen Flimsersteinsturz, den wir hatten, vor 10'000 Jahren. Solange es kein Schnee ist, kann man dort hochgehen und dann kann man einfach runterfahren. Es hat einfach so viele Trails, wo man dort runterfahren kann. Der Vorrat bezeichnet sich durch Gletscherlandschaft aus. Es hat viel Wasser und so ein Gletscherbächli und es hat Slickrock-Felsen, wo man kann drüber fahren und sich eigentlich seine Linie selber absuchen. Herbst ist fast meine Lieblingszeit. Es ist so ein Abschluss vom Sommer, nach einem zufriedenen Sommer. Gesund ist natürlich ein Sahnetörtchen hier von Flims. Man kommt mit der Gesundbahn bis zur Oberstufe, bis auf 2,7. Nachher haben wir 1500 Höhenmeter bis auf Flims. Fast in den Stein an. Kies und losen Boden und nachher kommst du in einen flowigen Trail hinein. Und ja, das ist gesund, mache ich immer wieder gerne. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass wir vier Jahreszeiten haben.